Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zum vorletzten Part von dem wunderschönen Splatoon Story Mode. Es geht gleich weiter mit Octofluter auf der Jagd. Wir müssen jetzt Gas geben, denn wir müssen halt 4 Level machen. Ja, 4. Und ich will das halt möglichst schnell schaffen. Ich schau mal, ob ich das packe in 23, 24 Minuten. Sollte ich eigentlich ausgehen? Oh lol, das ist so ein Level. Das dauert schon mal seine Zeit. Das ist schon mal das... Fängt gut an. Fängt sehr gut an. Fängt einfach zu gut an. Junge, ist das euer Ernst? Bitte nicht. Really jetzt? Oh lol, mein Pullover juckt. So, ich bin wieder da. Ich habe meinen Pullover ausgezogen. Es ist halt verdammt heiß hier drin und der juckt halt auch und der ist böse. Oh lol, wieso kommst du denn jetzt wieder hierher? Verpiss dich doch. Du dreckiges Stück Scheiße. Der Schlüssel. Oh, ich komme eigentlich da hoch. So, sowieso nicht. Ja, eben hier durch. Ja. Dann schauen wir gleich mal. Hier ist nichts schon mal. Ich muss echt schauen, damit ich hier die Schriftrolle nicht übersehe. Wir müssen halt auch ein bisschen Gas geben. Aber das Level, da kann man halt nicht Gas geben. Da muss ich mich halt erstmal zurechtfinden. Das heißt, vielleicht verrät uns das Gamepad etwas. Nein, tut es nicht. Okay, doch, ich sehe... ja, man hat ihn aber auch schon so gesehen. Lol. Als ob du jetzt auch schon kommst, wenn ich hier bin. Okay, Bruder, es ist gebongt. Aber wo muss ich jetzt hin, genau? Ach, stimmt, zurück an den Start. Jojo. Thanks, Mate. Danke. Hoch. Nein. Nein. Wieso läuft heute so viel schief? Das gibt's doch nicht. Ach, ich wollte mir ja mal meine Waffe aufrüsten. Dann würde ich sowas von rasieren. Jetzt chill einfach deine Nippo. Bring dich doch einfach um. Okay, das ist nur Rüstung, die braucht jetzt nicht unbedingt. Ich will nur schauen, was hier noch drin ist. Drum ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Lach. Geh weiter. Ich glaube, hier ist nichts. Und hier ist das Ziel. Schriftrolle übersehen. Mua. Zu gut auf jeden Fall. Zu gut. Einfach nur zu gut. Das kann sich nicht sein, dass wir jetzt die Schriftrolle wieder übersehen haben. Das holen wir jetzt, by the way, nicht. Ja? Ich weiß. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen eben eine andere. Nein. Fliegst du hin? Nicht zum ersten. Nein. Das machen wir erst in 5 Jahren wieder. Sonderschicht in der Schalterzentrale. Ich will mir jetzt, by the way, doch keinen Stress zu machen, weil ich glaube, dass sich das irgendwie locker ausgeht. Weil wir haben jetzt in 4 Minuten schon das eine schwere Level geschafft, ohne Schriftrolle halt, aber... Ja, yeah, ich habe das halt jetzt auch geschafft und ja, passt ja. Es passt. Ja, lol. Wenn ich jetzt runtergeflogen wäre. Ich wollte nur den Typen da töten. Jüngs. By the way, wird der letzte Part nicht so lang werden, der morgen kommen wird. Das ist halt dann der letzte und danach startet wahrscheinlich ein Online-Let's Play. Aber vorher startet noch was anderes.
das zwar nicht abgeschlossen wird, also ich muss mal schauen, wann ich das Online-Let's Play starte. Ich meine, nur damit das Let's Play, das kommen wird, jetzt nicht der Nachfolger ist, sondern einfach so das dritte Let's Play, aber das kommt halt erst dann, wenn ich mit dem hier fertig bin, weil ich mich halt derzeit auf das konzentrieren muss. Beziehungsweise ich keine Zeit habe mehr für mehrere Let's Plays. Nein! Ich weiß, dass da eine Tinsuka ist, aber nein. Jungs, nein. Komm her, danke. Und du bist auch tot? Ja. Du auch und du bist auch nicht mehr lange am Leben. Der, danke, bye. Verpiss mich ja schon. Oh lol. Der hat mich jetzt in die Luft getroffen, wenn ich da jetzt runtergeflogen wäre. Ich wäre mal wieder. Was tust du denn da? Aber ich weiß, glaube ich, wo die Schriftrolle ist. Nun ja. Ja. Das finde ich nicht okay von dir, by the way. Und zwar da oben ist die Schriftrolle. Komm ich da auch sonst irgendwie noch? Okay, wo ist das denn jetzt hier hinten? Also ich kann jetzt runter. Muss mich hier aber vorbeisneaken. Wie ein Sneaky Boy. Yeah. Da hinten ist der Schriftrolle. Yeah. Sehr gut. Holen wir wenigstens. Also ich gebe mir Mühe, damit ich sie finde. Aber wenn ich sie nicht finde, ich finde es halt langweilig. Ich weiß, es gibt Leute, die das wirklich durchziehen. Die machen das Level dann nochmal. Aber ich finde das halt echt verdammt langweilig. Ich mache das schon immer so. Entweder ich schneide. Oder halt wie in diesen Uncut Let's Play. So gut wie Uncut. Da habe ich einmal. Ich glaube, ich habe noch nicht geschnitten. Bin mir zu 90% sicher, damit ich die Let's Play so dicht geschnitten habe. Das ist, glaube ich, echt mein erstes richtiges Uncut Let's Play. Liegt aber auch daran, dass ich wenig Zeit habe. Also was unterschneiden, verstehe ich halt eine Pause rausschneiden. Nicht irgendwelche Effekte und so einfügen, denn das habe ich im Let's Part gemacht. Von daher versteht mich da nicht falsch. Das mache ich schon, aber halt, ich schneide euch nicht. Hoffentlich habe ich das wirklich getan. Also es ist ja toll, wenn ich schneide und so, hoffentlich. Aber ich meine jetzt. Ich würde halt auch gerne mal ein Let's Play, dafür ich wirklich sagen kann. Jo. Das habe ich doch nie geschnitten. Das habe ich nicht geschnitten. Irgendwie wäre das toll. Wo dreht sich das denn auch so da vorne? Okay. Jetzt erstmal hier hoch. Da sind Hüsos, die jetzt sterben oder halt Suizid begehen. Bruder, ja, danke. Und weiter. Ist da vorne schon der Elektrowels? Ja, ich wusste es doch, HD. Die Schriftrolle habe ich. Ich habe eigentlich so gut wie alles. Ich sollte nur nicht mehr sterben. Ja, sehr gut. Habe ich den? Ich habe den Schlüssel nicht, oder? Nee, der ist da unten. Lol. Aber wie auch immer, was hat der da getan? What the fuck? Warte, geht er noch schnell hoch? Hol dir den noch, ich muss noch schauen. Ja. Toll. Wir haben jetzt noch wie viel Zeit für zwei Level? Ja, okay, da haben wir jetzt ein bisschen viel Zeit vergeudet. Ja, 10 Minuten sind wir jetzt. Ach, wir müssen ja den Boss auch noch machen. Fuck. RIP, 25 Minuten Begrenzung. Nächstes Level war das hier, ne? Ja.
Zaungastspiel in der Drehfabrik. Yeah, weiter. Das eine Level ist halt nicht lang, aber ich... Okay, ich glaube, das geht sich aus. Ich habe jetzt mal ernsthaft, ich schätze diesen Part auf 22 Minuten. Ihr seht es jetzt unten eingeblendet, wie lang der Part ist. Von daher... Also ihr seht es, wie, also ich blende euch nicht ein, sondern ihr wisst schon, wie das gemeint ist mit Einblenden. Ihr seht es ja unten. Geht's hier weiter? Nee, ich komme hier nur zurück. Ihr seht es ja bei YouTube und so, wisst ihr Bescheid. Das meine ich mit Einblenden. Oh, meine Nase juckt. Oh, das war das Level hier. Lol, das kenne ich. Das kam so spät. Ernsthaft? Ich dachte immer, das wäre eins der ersten. Weil das finde ich eigentlich ein tolles Level. Was siehst du mich denn? Was zur Hölle? Hörst du bitte... Alles klar. Kleinen dreckigen Husus. Ihr kleinen dreckigen Arschwichsen. Ohne Mist. Wie konnten die mich sehen? Jo. Ich dachte, wenn ich mich verstecke, sehen die mich nicht, aber okay. Oh lol, nicht springen. Wollte ich nur speeden. Mach ich das? Auf was? Na, ist ja jetzt egal. Ist ja unwichtig. Da hinten ist auf jeden Fall was. Da will ich nicht hin. Werf mich nicht runter, hör auf. Warte, ich gehe mit dem Ding hier mit. Lo. AIDS. Das ist pures AIDS. Und das finde ich nicht okay. Ich wollte halt nur schauen, ob das die Schriftrolle ist, dann wäre ich gesprungen. Sonst halt nicht, aber... Ja. Egal. Wie wir jetzt richtig speeden. Ich müsste mal einen Speedrun zu dem Spiel machen. Der wäre halt auch nicht so lang. Ich meine, im Gegensatz zu anderen Spielen. Hust, Zeldas. Also, lol, da steht einer. Lol, lol. Einfach überlebt. Easy get wrecked. Also man kann halt Zeldas auch schnell durchspielen. Vielleicht gibt es auch hier irgendwelche Glitches. Mich würde es mal echt interessieren. Weil ich würde halt jetzt nicht von mir behaupten, damit ich schlecht in dem Spiel bin. Ich bin halt auch nicht so gut. Aber... Auf jeden Fall besser. Als der Großteil. Nee, doch nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, dass unten was war, aber ich habe die Schriftrolle schon. Deswegen... Werde ich hier, muss ich das ja nicht holen. Da vorne ist ernsthaft schon der. Lol. Da vorne ist vorbei. Ja, moin. Jungs. Da vorne ist jetzt ernsthaft vorbei. Geil. Und ich schaff's nicht mehr. Soll ich versuchen, die mit der Tinsuka zu holen? Packe ich eh nicht, von daher ich lasse. Deshalb lasse ich es einfach und gönne mir jetzt einfach geil den Elektrowels. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen 21 Minuten richtig liege. Aber ich glaube, ich habe ziemlich recht. Ja. Wir sind nämlich jetzt bei 14 Minuten. Circa. Ich würde sagen, nicht 14, ja 13 oder so. Haben wir noch ein Level und dann den Boss. Ich würde jetzt sagen, das eine Level 3 Minuten. Und dann halt noch 4 Minuten den Boss, 21 Minuten. Octoling Hinterhalt auf der Bohrinsel, Nautilus. Sehr toll, geil, 4K. Mal schauen, wie lang das Level jetzt ist. Ach, den Boss, ich bin dumm. Der Boss ist ja schon der Endboss, was labe ich den ganzen Part? Lol. Den Endboss will ich ja in einem extra Part machen. Ah, ich bin so dumm. Sorry. Okay, dann wird der Part ganz normal lang. Octoling, nein. Dann wird der Part sogar ein bisschen kürzer.
Und ich dachte schon, der wäre jetzt ein bisschen länger, aber wurde er dann doch nicht. Und hier. Hinten ist nicht zufällig irgendwas. Ja, ich weiß, dass hinter mir ein Octoling ist, aber nö. Sicher zu nicht ein. Weil dies können sowieso nichts. Ja. Mega der Diss gegen Octoling und so. Mhm. Was ist das da? Okay, nur Rüstung. Gönne ich mir aber trotzdem. Weil man hat es ja schon in die vorherigen Parts gesehen. Ich bin nicht sicher. Und ich freue mich auch schon, by the way, richtig aufs Online-Let's Play irgendwie. Ihr auch? Schreibt sie die Kommentare. Es wird dann aber echt ein schlichtes Online-Let's Play, wo ich in einem Let's Play das gleiche spiele. Also wirklich immer nur Splatoon Online und alle verschiedenen Modi halt durch. Schriftrolle ist im Kasten. Und jetzt noch Löl. Und ja, also ich bin ja jetzt gerade im Rangkampf. Level, keine Ahnung was. Wo ist denn der Typ? WTF. Ja, du kannst wenigstens ein bisschen was. Weil du hast eine... Bombe geschossen, geh hoch. Jetzt verdammt nochmal ins Ziel, jetzt ist er ja gleich vorbei. Ja, warum springst du denn das kleine Stück? Rudine. Die haben, by the way, ein bisschen mehr Aim. Merkt man. Okay, das war jetzt normaler. Aber ihr seht, manchmal haben die halt echt einen Aimbot drin. Was ich absolut nicht okay finde. Okay. Das war's mit dem Video. Geil. Okay. Dann schauen wir mal, ob das wir im nächsten Part den geilen Endboss besiegen. Der wird auf jeden Fall toll. Ich empfehle jeden, wirklich jeden, diesen verdammten Endboss zu spielen. Weil er einfach verdammt gut ist. Werd auch jetzt noch versuchen, da... Ach nee, ich kann eigentlich, glaube ich, einfach... Was für Level war denn da oben? Ich glaube, das war das hier. Nee, auch nicht. Was das hier? Denke. Nein! Ah, das war's. Denn da komme ich gleich komplett schön durch zum Endboss. Und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir da hingehen. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen und schaut unbedingt beim morgigen Part vorbei. Da werden wir nämlich den Endboss besiegen. Würde mich echt mal interessieren, ob ich den noch kann. Ich habe den nämlich ein paar Mal gespielt. Aber ich glaube nicht, damit ich den doch drauf habe. Mal schauen. Wir fahren zum nächsten Part. Haut rein. Bis nächste. Bis kommt. Und tschüss. Und tschüss.